Hallo, hallo, Freunde chinesischer Unterhaltungselektronik. Ich hatte vor kurzem ja schon diesen kleinen Mini-Handheld vorgestellt, der nicht zufällig aussieht wie ein Gameboy. Hatte ich bei eBay gefunden und dann hat einer in den Kommentaren, glaube ich, diesen Retro-Handheld, also kurz gesagt, auch bloß wieder so eine Gameboy-Kopie, bei Amazon empfohlen. Habe ich dann auch kurzerhand eingekauft und heute möchte ich euch das kleine Schmuckstück vorstellen. Viel Spaß! Dieser möchte gern Gameboy, kommt mit einem 3 Zoll großen TFT-Bildschirm daher, 128 vorinstallierte Spiele und einen 600 mAh fest verbauten Akku. Außerdem kann man das gute Stück per AV-Kabel an ein entsprechendes Display bzw. Fernseher anschließen. Kann ich euch nachher auch noch demonstrieren, aber jetzt packen wir das gute Stück erstmal aus bzw. gucken uns den Karton an, der aber so nicht weiter interessant ist. Ah ja, noch Packungsinhalt. Interessiert keinen. Okay, da hätten wir hier das Handheld an sich. Die kleine Mini-Konsole ist immer noch ein bisschen kleiner als ein richtiger Gameboy, aber immer noch ein bisschen größer als der andere Handheld, den ich vorgestellt hatte. Und jetzt schauen wir mal, was es hier noch so dazu gibt. Das Gerät hatte bereits einen Gastauftritt gehabt, als ich diesen 10 Zoll HD-IPS-Monitor getestet hatte. Kennt ihr vielleicht dann schon. Hier haben wir ein kleines USB-Mini-Kabel zum Laden des integrierten Akkus. Mehr kann man damit nicht machen. Und hier, das finde ich echt löblich, noch ein AV-Kabel von Klinke auf... Naja, auf Cinch, Video und Audio eben. Allerdings dann nicht Stereo. Das ist Video und das ist Audio Mono. Und das ist dieser möchtegern Gameboy. Sieht von vorne wirklich aus wie ein Gameboy. Wir haben hier noch eine zusätzliche Taste. Das ist ein Reset-Button statt Select, D-Pad und die 4, naja, X, Y, B und A halt. Hier noch ein kleiner Lautsprecher. Auf der unteren Seite haben wir witzigerweise hier einen Deckel für das Batteriefach. Aber wenn man das aufpuppelt, und das ist gar nicht mal so einfach, da ist halt der Akku drunter, ne? Kann man sich theoretisch wechseln. Aber ob man den nachkaufen kann, wage ich an der Stelle mal zu bezweifeln. Ja, von vorne, ne, es ist recht kompakt. Letztendlich, die Geräte punkten nicht, indem die immer kleiner werden, weil man muss es ja auch noch in der Hand halten können. Wenn man richtig große Pfoten hat, dann wird es echt schwierig. Das hatte ich ja schon mit diesem kleinen roten Handheld demonstriert. Da wird es dann schwierig zu zocken. Okay, Verarbeitungsqualität ist soweit ganz vernünftig. Schauen wir uns mal an. Und es passiert gar nichts. Oh nein, oh nein. Es ist leer. Ich glaube, ich habe es versehentlich angelassen. Jetzt kann ich das Ding erstmal laden. Nee, man muss es nicht laden. Das reicht, wenn man es anschließt, dann kann man auch schon zocken. Hier ist sogar eine kleine LED. Hier haben wir noch ein kleines Rädchen, das hatte ich jetzt vorhin vergessen. Damit können wir die Lautstärke variieren. Ja, von leise bzw. ganz aus, halt auf laut, nicht wahr? Macht ja auch Sinn. Also auf maximal Lautstärke ist es echt angenehm. Und jetzt schauen wir mal. Erstmal das Display. Das ist soweit ganz vernünftig. Blickwinkel. Stabil ist es zumindest, wenn man es hier nach oben und unten kippt. Nach links und rechts. Da dann weniger. Also recht clever verbaut hier, denn, naja, ich finde, das ist halt günstiger, weil so neigen tut man das ja eigentlich eher selten. Also in dem Preisbereich 23 Euro ist es schon voll okay, das Display, absolut. Zum Glück müssen die nicht so hoch auflösen, das würde zu diesen alten Games nicht passen. Jetzt gucken wir mal, was wir hier für Spiele haben. Die Highlights sind hier vorangestellt. Dann haben wir Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3. Super Mario Bros. World 9? Okay, Super Mario 14. WTF. Super Mario Bros. 6. Dr. Mario ist drauf. Dann ein Klassiker, Mario Bros. Mario is Missing. Sonic ist drauf. Aladdin, G.I. Joe. Okay, das G.I. Joe kenne ich nicht. Mega Man. Tekken. Tekken zeige ich euch nachher mal kurz. Das D-Pad ist recht ungenau. Ihr seht, dass er manchmal doppelt wählt. Also zwei Pfeile nach unten geht. Contra ist drauf. Contra Force, Double Dragon kennt ihr bestimmt auch der ein oder andere. Also wir sehen, hier sind wirklich ein paar Hammer-Klassiker installiert. Powerplay 3, nee 2. Aber wie ich das bisher so ausmachen konnte, sind das alles ehemalige NES-Games. 1942, wow, geil, das kenne ich vom C64. Habe ich damals als Stift abgesuchtet, bis der Joystick gebrochen ist, ja. Das ist oft passiert, glaubt mir. Ich kann, glaube ich, bis heute noch die Joysticks reparieren, wenn man Ersatzfedern hat. ADV auf Lolo, okay, sagt mir gerade irgendwie auch gar nichts. Und dann Angry Bird, aber bitte nicht verwechseln mit den klassischen Angry Birds. Außer hier Angry Bird 3, das ist tatsächlich das, was wir auch vom Smartphone kennen. Mit allerdings einer bedeutend schlechteren Grafik. Es geht! Oh, die Scrollerei geht mir auf die Ketten. Abgesehen von den Tonen, ich kriege echt Kopfschmerzen von. Okay, dann werde ich jetzt hier mal ein bisschen Pro-Gamern. Kann man bestätigen mit B. Und alle Neune. Ja, also hier komplizierte Physik-Engine gab es da natürlich noch nicht. Ich glaube, man kann auch einfach nur schießen
und Winkel wählen. Ja. Alles ist an Aufregung jetzt natürlich kaum zu toppen. Bumm. Okay. Reset. Reset. Machen wir mal wirklich einen Klassiker. Super Mario Brothers. Start. B. So. B. B. A. A. B. B. A. B. Start. Ah, hier ist es jetzt wieder Start. Ach so, das ist denn das? Oh, nee, das finde ich zu langweilig. Aber ist doch schon mal, dass es drauf ist. Super. Ach, das eine ist Mario Brothers. Und das andere ist Super Mario Brothers. Ja. Das wollte ich eigentlich starten, das Game. Das andere ist mir echt zu oldschool. Das habe ich immer nicht so gemacht. Gab es übrigens immer von solchen Games auch zahlreiche Kopien auf DC64 damals, das ziemlich Party war. Unter anderem China Sisters, was sozusagen die Kopie sein soll von Mario Brothers. War eigentlich auch ganz unterhaltsam. Habe ich auch damals geknackt. Also das ist natürlich super geil. Also allein schon deshalb lohnt sich es eigentlich schon fast, das Ding hier zu kaufen, weil man in Farbe und Bunt. Nein! Diese verdammten Cooper. Eben diesen geilen Klassiker ja spielen kann. Nein! Wie gesagt, das D-Pad ist nicht so genau. Die Tasten hier Y, B, A und so, die gehen schon klar. Reicht auf jeden Fall für sowas. Ich denke mal, keiner wird jetzt hier anfangen, einen Speedrun zu machen auf diesen Ding hier. Obwohl das sicherlich eine Challenge wäre. Irgendwann sind die ja wirklich kommt noch in der Lage, die Zeiten hier zu verbessern. Ja, dann macht man halt einen Speedrun auf so ein Ding hier. Okay, das zeige ich euch mal noch. Zack, hier sicherlich auch vielen bekannt Super Mario Bros. 3. Da gibt es ja auch geile Speedruns auf YouTube. Im Übrigen, ich liebe diese Speedruns. Ich finde die so geil. Habe ich auch schon meine Lieblings-Speedrunner. Nein! Wow. Vorführeffekt. Ich bin sonst noch schlechter. Okay. Nächster Versuch. Also jetzt auch so von der Qualität des Gamepads. Also ich meine, die gesamte Konsole kostet ja 23 Euro. Und ich muss sagen, da habe ich auch schon Gamepads gehabt, die schlechter waren als dieses gesamte Konsolending hier. Geht also schon klar. Kann man auch schon mit zocken. Und also der Bildschirm, der ist echt nicht schlecht. Allerdings von der Helligkeit. Also wenn man hier im Freien spielt mit Sonneneinstrahlung, dann sieht man da nichts mehr, sage ich euch so, wie es ist. Das ist hier kein super AMOLED-Screen. Ah, das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Den nehme ich mit. Nein, habe ich nicht mitgenommen. Ich bin so pro-mäßig drauf. Tennis, das klingt schon so aufregend. Okay, kennen wir hier irgendwas? Das ist ein Small Mario. Oh nee, das sieht auch schon so langweilig aus. Road Fighters, Sky Destroyer. Die Namen machen mich echt fertig. Stargate. Wie geil ist das? Wir haben mal Stargate. Lass dich spielen. Und nun? Ist ja krass, man kann vor- und zurückfliegen? Oh, Alter, das Game ist ja mal so übel schnell. Vor allem, was muss ich überhaupt machen? Irgendwie muss ich Zeug abschießen. Ah, da kriegt man ja Augenkrebs von. Meine Fresse, also an alle Epileptiker. Wollte ich das Ding nicht? Oder zumindest spielt nicht Stargate. Kann man das einsammeln? Was ist jetzt? Ich glaube, ich habe jetzt die Welt gewechselt, die jetzt komplett anders aussieht. Und ich komplett andere Sachen machen muss. Ey, das Spiel macht Laune. Kann man andere Drückknöpfe? Man hat noch irgendwie super Explosionsdinger. Da explodiert der Bildschirm, was natürlich extrem ne Physics Engine auf der neuesten OpenGL mit DirectX 13 Unterstützung. Ne, sonst würde das ja nicht so geil blinken. Abgesehen den komplexen Kollisionsmechaniken hier. Sterbt! Kann man das überhaupt einigermaßen sehen, weil das Spiel ist echt übelst dunkel und ich kann die Helligkeit jetzt hier nicht höher setzen. So, steigern wir das Ganze mal aufs nächste Level. Ich habe jetzt diesen kleinen Handheld an einen Monitor angeschlossen. Einen kleinen Monitor. Allerdings, in der Regel haben ja die Fernseher alle einen AV-Eingang. Das heißt, ihr könnt mit diesem kleinen popligen Teil dann auch über den Fernseher spielen. Allerdings braucht der Fernseher dann nicht nur Video-Chips, sondern auch Audio. Das haben die in der Regel auch. Mein kleiner Monitor leider nicht. Aber es reicht zumindest, um es euch hier zu präsentieren, um es euch zu zeigen. Loadrunner, das kommt mir bekannt vor, damit ihr halt jetzt sehen könnt, wie das halt auf dem Fernseher aussieht. Okay. Also ich muss sagen, jetzt die hinteren Ränge, die Games, ich weiß nicht, ob ihr gerade so ein bisschen mit drauf achtet, die sagen mir alle nichts. Gut, hier, klar, die ganzen Donkey Kong, ich wusste nicht, dass es so viele gibt. Ich kenne nur den hier, der Klassiker. Es gibt im Übrigen auch von Donkey Kong, gibt es die übelsten Speedruns mit total den harten Regeln, das ist der Hammer. Also hier das auf einem Emulator zu spielen, würde da natürlich nicht gelten, aber ich glaube, ich habe dafür eh kein Talent. Weil da gab's, ich glaube,
Das gab's auch für den C64. Ich weiß aber nicht, ob es mit Mario war oder ob das auch bloß eine Kopie war. Also irgendwie was Nachgemachtes. So. Nein! Oh, ach so, okay, gut. Der hatte jetzt, das Fass hat die Treppe genommen. Ich glaube, man muss ja auch hier Punkte machen. Oder wie war denn das? Ich weiß gar nicht so genau, ob ich jetzt einfach nur... das war aber knapp. Jetzt kommt da noch ein Fass. Stirbfass! Okay. Jetzt habe ich das geschafft. Ah, ich hab's gerettet. Oh, ich hab's so drauf. Ja, freut sie sich, ne? Ja. Na toll. Ich hab's aber gerade gerettet. Warum hat sie sich wieder grappen lassen? Ich meine, was hat die für ein Problem? Ja, ich frag mich natürlich auch, was er für ein Problem hat. Ich meine, guck mal, wie der abgeht. Jetzt schmeißt er irgendwelche komischen klickenden Sachen durch die Kante. Okay, das wird mir zu blöd. Mario 14. Was ist denn das? Okay. Wow, das war jetzt aber nicht deutsch. Push Start. Kennt ihr diese ganzen Games? Ist ja abgefahren. Die sind übelst schnell. Okay, draufspringen ist nicht. Ich muss die killen. Wie Party ist das denn? Sterbt! Vor allem, man kriegt auch Münzen. Ey, ist ja Party, das Game. Ja, wie gesagt, ich frage mich, ob das alles jetzt original Nintendo-Games sind. Weil bei der letzten Konsole, da habe ich gemerkt, dass einige Sprites von Metal Slug verwendet wurden. Kann man auch nach oben schießen? Nee, nach oben schießen geht nicht. Und damit halt irgendwelche Games gemacht wurden. Double Shell Jump. Wie soll ich denn hochkommen? Gut, habe ich euch das jetzt auch noch gezeigt. Ich will jetzt halt noch gar nicht so viel zocken. Auf jeden Fall muss ich sagen, hier sind ein Haufen sehr geile Klassiker drauf. Dr. Mario brauche ich wohl hier nicht nochmal zu erwähnen. Die Mario-Version von Tetris, natürlich auch ein übelster Klassiker. Virus Level, immer natürlich 0, weil ich totaler Noob bin. Und ja, jetzt können wir halt Dr. Mario spielen. Yeah! Boing! Wunderbar. Jetzt habe ich leider keinen Sound, wie gesagt, weil hier eben der Audio-Tinge-Eingang bei dem Monitor fehlt. Aber normalerweise habt ihr auch Sound. Oh, Sonic ist sogar drauf. Sonic the Hedgehog. Weil, witzigerweise, das ist jetzt ja eigentlich nicht NES. Das ist ja nun eigentlich Master System. Muss ich kurz überlegen. Das ist doch bestimmt ein ganz altes Sonic. War das denn noch das Master System oder ist schon ein Mega Drive? Ich hab's so drauf. Stirb, Krabbe. Wunderbar. Also können wir jetzt hier sogar Sonic spielen. Das Geile ist echt, dass auf diesen kleinen Mini-Gerät eben so viele Games drauf sind, aber hier eben auch richtig gut. Ich meine, so, da kann man jetzt sich hier übelst lange in der Bahn bespaßen. Ah, hier ist ein kleines Sprungbrett. Wunderbar. War da nichts drin? Geht das, dass in diesen Fernsehern auch nichts drin ist? Boing. Sonic, muss ich sagen. Sonic war auch ein übelst geiles Game damals. Also hier, für alle, die ganzen Retro-Games lieben, so wie ich. Ich habe nur keine Zeit für sowas. Ist das hier eigentlich eine geile Sache, muss ich sagen. Stimmt, was ich euch noch schnell zeigen wollte. Tekken. Tekken ist Party. Ziemlich einfach gehalten. Mega Man. Oh, Mega Man habe ich damals auch übelst abgesucht auf dem Game Boy. Allerdings nicht Mega Man 3. Ich glaube, ich hatte Mega Man 1 gespielt. Oh, das hat mal Laune gemacht. Und ja, man kann hier bei den ganzen Games nicht speichern. Das war aber damals beim NES, so viel ich weiß, normal. Und auf dem Gameboy erst recht, die musste man halt damals noch am Stück durchspielen. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Weil da musste man dann wirklich sehr, sehr... Ich bin übrigens der Linke, also der gerade abkackt. Na, ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keine Moves drauf. Der macht ja auch immer nur das Gleiche. Diese blöde KI hier. Ich hätte mir echt mehr erwartet. Hätte ich natürlich nicht. Bam, stirb. Der macht immer das Gleiche, aber der gewinnt damit auch. Okay, gut. Setzen wir irgendwas mal ein Ende, bevor ich hier noch vermöbelt werde. Und kommt zum Fazit. Ich habe, wie gesagt, 23 Euro dafür bezahlt. Ich verlinke euch das Angebot unten in der Videobeschreibung. Und dafür bekommt man eigentlich ein cooles Teil, womit man entweder also in der Bahn zocken kann oder man schließt eben, so wie ich gerade, einfach an den Fernseher an und zockt dann. Warum nicht? Kann man doch machen. Nur halt noch einen externen Controller kann man sich halt nicht anschließen. Ah, das war eigentlich auch klar. Ich finde aber, dass das D-Pad, also das Gamepad an sich, schon absolut ausreicht, um ein bisschen zu datteln. Nun, das soll es auch gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Review von diesem Möchtegern-Gameboy gefallen. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das wieder für euch zu drehen. Und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Da wird es auch wahrscheinlich um Smartphone-Technik wieder gehen. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen nach oben. Falls ihr Langeweile habt, kommt auf moschus.de. Ich werde im Übrigen dann auch die Tage, ich weiß nicht genau wann, im Moment bin ich nicht so einsatzbereit, weil ich krank bin, das und auch den anderen Handheld als zwei getrennte Giveaways einstellen. Könnt ihr dann gewinnen. Müsst ihr euch dann halt nicht kaufen, nicht wahr? Und da könnt ihr da mitmachen, einfach mal ein bisschen im Forum so campen und achten, wann es kommt. Aber ich denke mal, die Woche werde ich es auf jeden Fall noch einstellen. Wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.